Ich habe den Eindruck, dass Gesundheitsförderung immer gleichgesetzt wird mit dem Thema Bewegung, Ernährung und Krankheit. Dabei ist Gesundheitsförderung ja viel, viel mehr. Es geht um Strategien, um Planungen für bestimmte Settings. Wie halte ich ganze Bevölkerungsgruppen gesund? Welche Schutzfaktoren haben wir und wie können wir die stärken? Man schaut, welche Rahmenbedingungen kann man verändern, beispielsweise die Wohnsituation, die Arbeitsumgebung, aber auch das Setting Schule. Wie kann ich einfach die Umgebung und die Verhältnisse optimieren, dass die Zielgruppe gesünder dort leben und arbeiten kann? Ich habe ganz viele positive Erinnerungen an mein Studium. Wenn man sich auf den Campus setzt, entweder in den Hängematten oder vor der Mensa und sich einfach noch locker austauschen kann. Ich habe heute auch noch zu vielen anderen Studierenden aus meiner Studienzeit Kontakt. Und das sind Freundschaften, die mein Leben bereichern, die mir immer in Erinnerung bleiben. Und man hat einfach eine gute Zeit zusammen. Fulda hat mir als Studentenstadt sehr gut gefallen. Es ist sehr überschaubar und man findet sich sehr schnell zurecht. Und ich fand in Fulda eben auch toll, dass es so vielfältig ist. Das Studium ist sehr praxisnah. Man hat die Möglichkeit, in Studienprojekten in kleinen Gruppen zu arbeiten. Es gibt auch ein Praxissemester. Der Studiengang ist sehr persönlich. Man hat Kontakt zu den Professorinnen und es war sehr vertraut. Das Besondere an dem Studiengang Gesundheitsförderung ist, dass hier ganzheitlich vorgegangen wird, dass man Konzepte erstellt, Strategien erarbeitet und einfach einen sehr umfassenden Blick auf das Thema bekommt. Nach meinem Studium habe ich relativ schnell den Berufseinstieg geschafft. Ich habe beim Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg meine erste Stelle angefangen. Heute arbeite ich als Projektmanagerin beim Münchner Bündnis gegen Depressionen. Ich denke, dass in Zukunft die Gesundheitsförderung auch eine große Rolle spielen wird und auch spielen muss. Denn es ist wichtig, dass wir in den Kommunen ansetzen, dass wir in den Schulen, in den Kindertagesstätten ansetzen, um dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft auch weiterhin auf sich achten kann, gesund bleiben kann. Mein Name ist Sarah Goll und ich habe Gesundheitsförderung an der Hochschule in Fulda studiert.